So, willkommen bei einer weiteren Folge und heute das Hochland von Onsen. Und zapzerab befinden wir uns auch gleich in der kleinen Stadt Onsen, nach diesem tollen Ladebildschirm. Mal gucken, was uns in dem Dorf erwartet. Es macht ein bisschen so einen chinesischen Eindruck hier. Japanischer Garten, vielleicht eher japanisch noch. Auf Stelzen gebaut, Vulkan im Hintergrund. Macht an sich keinen schlechten Eindruck. Schauen, was wir hier rausfinden können. Endlich zurück in der Zivilisation. Ich glaube, verfolgt werden wir auch nicht mehr. Zumindest im Moment nicht. Ein paar Reisende. Ich grüße so freundlich wie den neuen Tag. Mein Bad steht bereit. Lasst euch vom Dampf liebkosen wie Frösche im Tau. Jetzt werde Gäste, zur Feier eurer Ankunft schwitzt ihr heute gratis. Wir haben keine Zeit zum Schwitzen, aber danke für das Angebot. Keine Zeit fürs Bad, um den Geruch der Straße vom Leib zu waschen? Tja, ich habe schon mal frischer gerochen. Na schön, dann besuche ich eben euer Bad, wenn euch so viel daran liegt. Nutzen wir doch gleich die Gelegenheit, uns die Reise aus den Knochen zu schwitzen. Wir sehen uns drin, ja? Ein Gast schneit herein. Freudig führe ich ihn zum Ort der Wonne. Komm, wir gehen doch auch, oder? Anscheinend doch nicht. Und damit sind wir in Onsen. Er hat einen Tipp für uns. Der Fuß des Oshi sieht so selten Besucher wie der Sommerschnee. Euer Gefährte genießt den Dampf der Sauna jenseits der Stiege. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden können in die Häuser. Vielleicht gibt es hier ein paar Truhen, ein paar Schränke, Spule Flaschgarn. Oh, mit Bambus wird hier das Fenster aufgehalten. Lala. Okay, alles geklaut, was man so klauen kann aus dem Haus. Und ein Brunnen. Ein verschlossener. Und wie immer hinter dem Haus eine Truhe. Ah, schon die zweite Truhe, wo ich nicht hinkomme. Aber zumindest nicht auf Anhieb. So. Mini-Medaille. Okay, was ich mit Mini-Medaillen kann, habe ich noch keine Ahnung. Aber es wird sich herausstellen. Erst einmal klauen wir die Sachen aus dem Schrank. 100 Goldmünzen. Und da gibt es ein vielleicht interessantes Buch. Tagebuch von Tetsu dem Schmied. Toll. Ich glaube, das ist jetzt nicht ganz interessant. Okay, hier gibt es auch nichts mehr. Die Truhe haben wir geholt. Dahin kann man übernachten. Da ist ein Safe, eine Kirche. Hier sind noch ein paar Geschäfte, Rüstungen. Ja, wir wollen jetzt erst einmal in der Geschichte weiterkommen. Hier ist ein Schmied. Das ist nochmal so ein Geschäft. Und jetzt schauen wir mal, ob es bei dem Geschäft hier andere Artikel gibt als vorhin. Schleimohrringe. Oberniedliche Ohrringe in Schleimform. Da bringen jetzt auch nicht ganz so viel. Nö, wir lassen es einfach mal. Kann man da die. Jetzt habe ich schon gedacht, das ist eine Leiter. Okay, dann gehen wir mal weiter hierher zu dieser Mission. Im Schein des Feuers, der Hammer schlägt das Eisen, das Leben des Schmieds. Die Kunst der Väter aus diesem Dorf erwuchs, stolze Tradition. Eisenerz muss her, die Berge sind durchgezogen von seinen Adern. Helft bei der Suche, bringt uns das begehrte Erz, ihr werdet belohnt. Der Schmied möchte, dass du ein paar Brocken Eisenerz sammelst. Belohnung? Ich
Liebe Eisenwaffen. Okay, die nehmen wir an, weil ich gehe davon aus, dass wir damit neue coole. Man nimmt die Mission, Flecken, die verlockend funkeln an. Ich gehe davon aus, dass wir damit dann neue Waffen herstellen können. Missionsverzeichnis. Ein paar Brocken. Hinter der Schenke in Onsen befindet sich ein Schmied, der Sorgen zu haben scheint. Wieso redest du nicht mal und findest daraus warum? Okay, wie viel Brockeneisenerz haben wir denn? Wir haben doch schon was. Kupfererz. Eisenerz 2. Vielleicht können wir es gleich mal abschließen. Okay, wir haben das Eisenerz behalten dürfen. Er gibt uns trotzdem das Buch. Er hat gesagt, das war nur ein Test. Und wir lernen Eisenbreitschwert und Gusseisenbehänder. Dum, bum, bum. Okay, da können wir doch dann auch mal gleich gucken, ob die zwei Waffen viel besser sind als die, was wir haben. Aber wo kann ich denn das jetzt wieder aktivieren? Da. Kann ich das hier auch machen? Nee, ne? Oh, das kann ich ja wieder bloß bei so einem Lagerfeuer, wenn ich das aufschlag. Da. Und vor allem, was bringt mir denn dieser Safe? Habt ihr momentan kein Gold auf eurem Konto? Wie kann ich euch behilflich sein? Einzahlen, abheben? Was bringt mir denn das, wenn ich einzahle? Wir akzeptieren Goldmünzeneinzahlungen im 1000er Einheiten. Wie viel möchtet ihr einzahlen? Tausend Goldmünzen, sehr schön. Wir werden sie sicher für euch aufbauen. Ich muss mal gucken, kriegt man da irgendwie Zinsen oder so? Nein, ich will jetzt mal keine Rast anlegen. Ich habe gerade 1000 Goldmünzen hier angelegt. Muss erst einmal reichen. Mal gucken, was wir da für einen Effekt haben. Okay, Betten. Das ist natürlich auch ein Hotel. Aber hier gibt es natürlich auch Schränke. Einfaches Gewand zum 23.000. Mal. Okay, hier gibt es nichts mehr. Schade. Vielleicht soll ich dieses einfache Gewand einfach auch mal verkaufen. So. Da ist nochmal ein Geschäft. Wir müssen auch noch hinter die Häuser gucken. 20 Goldmünzen und eine Truhe. Jetzt hätte ich es geahnt. Sein Glück, Manu findet eine Anleitung mit dem Titel Einführung in die Rüstungsfertigung. Manu lernt Bronzeharnisch herzustellen. Ja komm, ich bin jetzt schon heiß. Ich habe jetzt richtig Bock, mal was herzustellen. Bloß leider weiß ich nicht, wo der nächste Lagerfeuerplatz ist. Ist ja blöd. Wow, toll. Es gibt hier, glaube ich, gefühlte 3 Geschäfte, in denen wir das gleiche kaufen können. Ganz stark. So, da war ich. Dann gehe ich mal zu die Dampfbäder. Da ist auf jeden Fall nochmal der Schmied, der mit mir reden will. Wie kannst du es wagen? So behandelt man doch keine Dame. Hat deine Mutter dir keine Manieren beigebracht? Nicht in diesem Ton. Brave Kinder sind leise und meiden Schenken. Ich habe doch gesagt, ich muss dringend den Besitzer sprechen. Er weiß vielleicht, wo meine kleine Schwester ist. Kinder und Schenken sind wie Fische in Bäumen. Such woanders. Grrr, na schön, wenn du so ein Dickkopf sein musst, dann frage ich eben die Wache am Tor.
Nanu, wer bist du denn? Na, verrätst du mir deinen Namen oder nicht? Na klar. Könnte wohl auch schlimmer sein. Hör zu, wir beide müssen uns unterhalten, aber keine kleine Schwester ist verschwunden. Ich muss sie zuerst finden. Ich hätte nie gedacht, dass ich dir an so einem Ort begegnen würde. Das Leben ist manchmal schon komisch. Weißt du wohl, wer ich bin? Jugend von heute, Kinder dürfen hier nicht rein. Nichts ist mehr heilig, du wirst nicht bedient, geh in die Sauna schwitzen, lass uns in Frieden. Hier gibt es auf jeden Fall eine Mission. Hallo, hallo. Aber die ist dann schon im hinteren Raum. Kann ich da einfach so rein? Ach so, okay, das ist... Ah, eine Hochzeit naht. Mein Sohn wird sich vermählen, doch fehlt ihm ein Ring. Golderz habe ich doch. Ach, mir fehlt das Talent, den Ring zu schmieden. Aber sag's mir, die pfiffige Schmiede, gehört sie wohl euch? Ich muss euch bitten, schmiedet meinen Sohn den Ring, prächtig soll er sein. Der Schmied möchte, dass du mit Hilfe der pfiffigen Schmiede einen Goldring der Qualitätsstufe plus 1 oder besser herstellst. Davon bekomme ich einen Grutzerang. Also einen Bumerang. 24-karätige Klasse. Okay, mache ich. Jetzt habe ich das praktisch erlernt, das angenommen. Und zwei Klumpen Golderz, die werde ich wahrscheinlich auch brauchen, um das herzustellen. So, jetzt muss ich immer mal gucken, wo ich die pfiffige Schmiede überhaupt aufbauen kann. Da noch nicht ganz durchgeblickt. Und da gehe ich da einfach in die Rüstungsschmiede und kann die aufbauen. Normalerweise muss ich die doch an einen Lagerplatz machen. Aber ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass ich die hier trotzdem irgendwo aufbauen kann. Würde ja gar keinen Sinn machen, dass ich dann hier eine Mission bekomme. Okay, schauen wir mal hier rein. Hier könnte ich Rüstungen kaufen. Eisenbreitschwert. Okay, das ist ein bisschen besser. Aber das ist jetzt auch nichts, was mich wahnsinnig umhaut hier in dem Laden. Bronzeschild ist ein bisschen besser. Kettenpanzer würde Erik was bringen. Aber das ist jetzt auch nichts, wo man jetzt sagt, wow. Ich gebe jetzt das Geld aus und dann bin ich unsterblich. So, was ist das für ein Tipp? Ihr sucht einen Dampfbad, steigt die Treppe hoch, dann werdet ihr vor euch. Okay, das machen wir jetzt mal. Bla bla bla. Hier ist eine Menge Bambus im Weg. Vielleicht können wir oben rumgehen. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Immer auf der Suche nach neuen Truhen. Und jetzt schauen wir erst einmal, was der Erik so treibt. Muss ich die fragen um Erlaubnis? Halt. Anscheinend willkommen der Herr, blaue Vorhänge für Männer und rot für Frauen. Wie der reisende Pilger. Ach so, dann war es natürlich genau falsch. Ein Besucher kommt. Wie es mir scheint, hat er es ehrlich. Kam die zum Baden? Ja. Dann kleidet ihr euch um. Manu zieht sich etwas Passendes an. Ihr seid nun bereit. Der Eingang liegt vor euch geradeaus. Bla 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 bla. So, dann nehmen wir uns noch ein Handtuch mit. Zapp. Und noch ein Handtuch. Zapp. Und dann geht's zum Erik. Endlich, ich habe mich schon gefragt, wo du steckst. Mach's dir gemütlich. Das mit dem Bad war eine richtig gute Idee.
Wir haben den Laden für uns. Das sollten wir genießen. Und ein Päuschen haben wir uns wirklich verdient, meinst du nicht? Ja, ich denke schon. Solange dürfen wir uns aber nicht ausruhen. Früher oder später holen uns die Schufte ein. Du hast dich wohl also in der Stadt umgesehen? Und, gab's was Interessantes? Ja. Ach, die. Ja, die hat hier auch schon rumgeschnüffelt. Für die Schenke ist sie eindeutig zu jung. Kein Wunder, dass sie rausgeworfen wurde. Es ist kein Spaß, einer kleinen Schwester hinterherlaufen zu müssen. Mit denen hat man oft nichts als Ärger. Hast du gerade was gesagt? Oh shit. Ich hätte doch Nein drücken sollen. Ist das ein Geist? Nein? Das ist wahrscheinlich die kleine Schwester. Du hast uns aber erschreckt. Was machst du denn hier drinnen? Ich habe in der Herberge gewartet. Du gehst baden, aber du bist nie zurückgekommen. Wo bist du bloß hin? Du hast mich alleine gelassen. Klingt, als hätte sie jemanden verloren. Moment, das muss das Mädchen sein, nachdem die große Schwester sucht. Wir schauen doch mal, ob wir ihr helfen können. Besteh doch erstmal die Tränen ab und zeig uns, wie du heißt, Kleine. Oh, ich bin Conny. Schön, deine Bekanntschaft zu machen, Conny. Warum kommst du denn nicht mit uns und wir helfen dir bei der Suche? Wirklich? Danke. So. Schauen wir mal, was wir hier noch... Da funkelt es doch so schön. Weihwasser. Ui, die können wir alle zerstören. Können wir hier noch durch? Das ist der hintere Ausgang. Gucken wir mal, ob es hier noch was gibt. Was macht die hier? Sieh an, euer Antlitz. Ist ja von außen im Gitter der Schönheit. Wollt ihr ein sinnliches Oh-la-la-la probieren? Okay. Dann soll das Ritual beginnen. Oh-la-la-la, oh-la-la-la. Na, ist das nicht überaus vergnüglich? Leider ist das Ritual nur zu Ende. Danke, dass ihr meine Dienste in Anspruch genommen habt, edler Herr. Bitte beehrt uns wieder, bla bla bla. Oh-la-la-la, Frischling. Für deine erste Erfahrung mit der exotischen Energie des Oh-la-la. Eifriger Ehrensammler für den Erhalt von mindestens 10 Ehrungen. Okay, dann haben wir das auch hinter uns, Oh-la-la-la. Was auch immer das sein mag. Kommen wir bei die Frauen rein. Oh-la-la-la. Ihr habt echt Nerven. Ja, ist mir egal. Ich muss hier alles durchsuchen. Könnte ja sein, dass sich hier irgendwie das eine oder andere versteckt. Oh, momentan nur Handtücher. Gehen wir auch so rum zurück. Mal schauen, ob die Besitzerin noch was sagt. Oh, der Besitzer möchte noch mit uns reden. Huch, das ist dein Mann. Ein dreister Kuckuck steht da im Nest der Tauben. Dringt die Sonne denn ins heilige Mondreich? Nein, hinfort mit euch. Expedition ins Unbekannte. Für jene, die unerschrocken das große Unbekannte erforschen. Okay, alles klar. So, dann gehen wir mal aus dem Dampfbad. Nach draußen gehen. Warum du mich fragen? Warum fragst du mich? Die kleine Schwester wollte doch eigentlich zu dir wachen. So, wer ist das? Da ist er auf jeden Fall schon mal nicht dabei. Schauen wir mal, ob die hier irgendwo ist. Da hinten steht sie doch. Sieh mal an, sie scheint schon wieder mit Erwachsenen anzulegen.
Hätte ich gewusst, dass in dieser Blütenstadt nichts als Dickköpfe leben, wäre ich gar nicht hierher gekommen. Oh, ihr seid es. Hey Kleine, gute Neuigkeiten, wir haben deine Schwester gefunden. Warum so schüchtern? Freust du dich nicht, deine große Schwester zu sehen? sie ist... Ich weiß gar nicht, warum du so selbstzufrieden reinschaust. Das ist nicht meine Schwester, ich habe dieses Mädchen noch nie gesehen. Was? Ich habe keine Geschwister, ich bin meinem Papa verloren. Da bleibt einem doch die Spucke weg. Ist dir denn nicht in den Sinn gekommen, sie einfach zu fragen, nach wem sie sucht, anstatt voreilig dämliche Schlüsse zu ziehen? Jetzt hör mal zu, du freche Göre. Diesen Umgangston gewöhnst du dir ganz schnell mal wieder ab. Ich sag's ja nur ungern, aber in der Zeit, in der ihr hier rumsteht und so eine Theater veranstaltet, solltet ihr lieber ihren Papa finden. Hör zu, ich will mit dem Besitzer der Schenke sprechen, aber allein. Darf nicht rein, nimmst du mich mit? Okay, danke. Alleine wäre ich nie reingekommen, du bist mein Retter in Not. Ich bin übrigens Veronika. Also dann wollen wir mal rein, ja? Pass auf die Kleine auf. Keine Angst, du bist nicht mehr auf die zwei Knallköpfe angewiesen. Wir finden deinen Papa in Nu. Du wirst schon sehen. Okay. Kinder heutzutage keinen Respekt vor Erwachsenen. Tja, uns bleibt keine andere Wahl. Auf in die Schenke. Okay, und die hat sich jetzt da angeschlossen. Dann rennen wir doch mal da hoch. Warte mal, die Schenke war ja gar nicht da. Wo geht's denn eigentlich jetzt dahin? In den Schrein? Da war ich ja auch noch gar nicht. Da können wir mal hochgehen. Weiß aber nicht, ob das jetzt schon so viel bringt. Aber bevor wir gar nicht reingehen. Und dann können wir noch hier runtergehen. Und hier ins Wasser gucken. Mehr können wir nicht. Dann schauen wir mal ganz kurz in den Schrein noch rein. Und vor allem auch neben den Schrein und hinter den Schrein. Okay, hier scheint nichts zu sein. Drei schöne Krüge, die wir zerstören. Finden starke Arznei. Und mal schauen. Ob wir überhaupt zur Tür reinkommen. Ja. Oh, unser Held, er gab sein Leben, um uns zu retten. Ihr dürft nicht hinein, die Mutter traut alleine den Schmerz. Okay, können wir die... Wow, das wäre eine krasse Truhe. Okay, wir können hier nichts machen. Irgendwas ist auf jeden Fall passiert. Ich heiße Miko, ich bin das Dorfoberhaupt und hüte den Schrein. Es gibt hier nicht viel, nur heiße Quellen und Stahl. Doch es ist friedlich. Okay, dann auf in die Schenke. Damit wir das hier in dieser Folge noch abarbeiten können. Machen wir halt mal eine halbe Stunde Folge. Jetzt auch nicht so tragisch. Einmal rum am Sack. Und hier ist die Schenke. Die Schenke bietet Zuflucht vor des Lebenssturms. Seid uns willkommen. Der Warnung zum Trotz kehrt ihr Fisch zum Baum zurück. Schreckt ihr denn gar nichts ab? Sie gehört zu uns. Habt ihr etwa ein Problem damit? Mir geht ein Licht auf. Der Fisch steht unter Aufsicht. Er ist willkommen. Ist cool, das ist eine Magierin. Voll super. Das gefällt mir jetzt schon richtig gut. Da habe ich schon Lust drauf, die zu spielen. Hier ist doch noch ein Platz, oder? Na, wollt ihr nicht die Kundschaft bedienen? Welch forsches Wesen. Einen Tee zur Beruhigung? Ein wärmender Trunk? Das klingt wirklich reizend, aber ich habe leider keine Zeit für einen Tee. Ich bin auf der Suche nach jemandem.
komme gleich zur Sache. Es geht um ein Mädchen namens Serena. Sie ist blond und sieht mir sehr ähnlich. Habt ihr sie gesehen? Serena? Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Sie sucht ihre Schwester, doch ohne Erfolg. Das ist sie. Hat sie auch gesagt, wo sie hin wollte? Nach Westen ging sie. Sie spürte ihre Schwester. Folgte den Stimmen. Nach Westen? Ach, das Dummchen wollte mir helfen. Dabei war ich längst wieder hier. Ich bin entführt worden, weißt du? Ich bin im Bad von Monstern angegriffen worden. Sie brachten mich in ihren Unterschlupf. Ich konnte entkommen, also kam ich hierher, um Serena zu finden. Aber sie ist wohl losgezogen, um mich zu retten. Also gut, Leute, ihr seid keine gewöhnlichen Reisenden. Das sieht man von euch vom Weiten an. Ich kann jetzt leider nicht alleine hier haarklein erzählen, aber ihr müsst mir helfen, meine Schwester zu finden. Na klar. Ich wusste, ihr lasst mich nicht im Stich. Geht ihr etwa? Ich würde gern mitkommen. Tut mir leid, du bleibst hier, aber keine Angst. Ich glaube, ich weiß, wo dein Papa ist. Wir finden ihn schon, also sei ein braves Mädchen und warte, bis wir zurückkommen. Dir ist schon klar, dass du auch nur ein kleines Mädchen bist. Glaubst du wirklich, du kannst mit uns mithalten? Oh oh. Was glaubst du eigentlich, mit wem du sprichst? Veronika, die Weise von Antiqua und mächtige Magierin, kann mit Lumpen wie dir jederzeit mithalten. Mach mir große Sorgen, dass du mir ein Klotz am Bein bist, wenn ich ehrlich sein soll. Also dann auf nach Westen. Der Unterschlupf der Monster liegt direkt in einem riesigen unterirdischen Labyrinth. Ich bin ziemlich sicher, dass wir Serena dort irgendwie finden. Der Eingang liegt an der Küste. Ich weiß genau, wer du bist. Enttäusch mich nicht. Woher weiß sie das? So. In der Bar, da haben wir uns schon umgeschaut. Den Vater vor ihr, den finden wir jetzt auch nicht. Gehe ich mal davor aus. Und Sachen schmieden können wir jetzt auch nicht. Warum ist denn da eigentlich so ein Pfeil an dem einen Haus? Schauen wir jetzt mal noch mal ganz kurz hin. An den einen Haus zeigt ein Pfeil rein. Schauen, was das bedeutet. Achso, okay, das ist gar kein richtiges Haus. Aber kann ich da vielleicht meine Super-Duper-Sachen schmieden? Nee, kann ich nicht. Schade. Ich dachte eigentlich, ich kann hier irgendwo meinen Lagerplatz aufbauen und dann die Sachen schmieden. Aber ich glaube, das muss ich außerhalb der Map dann machen. Oh, Lampenlicht, Kupfererz. Und jetzt habe ich sie doch in der Gruppe, oder? Aber auch nicht wirklich. Na, ich bin gespannt, was passiert. Wir werden dann noch die zwei Sachen... Was sind die Missionen jetzt? Wir müssen einen Ring abmachen und natürlich wollen wir unsere Rüstungen verbessern. So, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir mit der kleinen Veronika durch die Lande ziehen und ihre Schwester suchen. Viel Spaß!